anziehe, den Jesus zur Welt gebracht hat. Ne, ich sage mal, da bin ich wieder Josef. Wie der genau entstanden ist, das will ich gar nicht so genau wissen. Naja, jetzt ist sowieso, gell? Es ist ja, na, Weihnachten dieses Jahr wird's, da wird's still, gell? Weihnachten wird, das wird bei mir still. Aber, ja, es ist sowieso, ich meine, Weihnachten, gell, es ist, ja, für die Kinder ist es schön, ne? Für die Kinder ist es schön, wenn sie klein sind, gell, aber als Erwachsener, wenn ich Sod brenne. Ja, das ist auch sowas, da glaubt man auch erst dran, wenn man es hat. Na, dann muss man zum Arzt, gell, geht man zum Arzt, der sagt einem das Übliche, ne, dass man sich gesund ernähren soll, dass man nicht zu viel Alkohol trinken soll, also dass man praktisch seine Ernährung komplett umstellen muss. Ja, da ist der Verdauungstrakt ist undicht. Also an einer sozialverträglichen Stelle. Ja, aber halt undicht. Das ist ja zwischen Magen und Speiseröhre. Da ist ja so ein Verschluss, gell? Der soll schon offen sein, aber nur aus einer Richtung. Ja, dass die Nahrung rein kann, aber nicht wieder raus. Das ist praktisch so halb offen, oder wie sagt man das? Praktisch wie eine Ländergrenze. Ja, wo man auch sagt, die soll schon offen sein. Ne? Man will ja nicht eingesperrt sein, dass man im Urlaub raus kann, aber dass nicht jeder reinkommt. Ja, ist jetzt vielleicht, ich will jetzt nicht politisch da, aber das war ja früher auch so, oder? Ich meine, bevor es die Länder gab, da gab es halt die Städte, die hatten die Stadtmauern. Ne? Das war auch so eine Grenze, dass nicht, sagen wir, dass die Bauern das Gemüse auf den Markt reinbringen können, aber dass man die abends wieder rausschmeißt. Ja, das hat man in Jericho hat man das erfunden, da unten, gell? Damit die Stadtmauer, damit die Mieten nicht so schnell steigen. Das gab es ja dann überall, oder? Wenn man Wien. Gell? Wien hatte im Mittelalter eine riesige Stadtmauer. Ne? Als Abschreckung gegen die Türken. Ja, jetzt ist da die Ringstraße. Ne? Das sind jetzt so Museen und Theater und Oper und. Aber ob das reicht, um die Leute abzuschrecken? Dürfen ja auch kommen. Ne? Ist ja nicht, dass ich, nein, ich weiß ja, wie das ist, gell, wenn man weg muss und was Neues sucht. Ich weiß es ja jetzt selber, gell, bin ja auch auf der Suche. Aber das sage ich schon, gell, das sage ich ganz offen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Wohnung angeboten bekomme und da ist sagen wir, eine Flüchtlingsunterkunft gegenüber, gell, ich nehme die Wohnung trotzdem. Ne, aber ich möchte es vorher wissen. Das sage ich schon. Gell. Ja, ich möchte es schon vorher wissen. Ne? Mir ist es egal, woher die Leute kommen, die mir gegenüber wohnen, aber ich möchte es vorher wissen. Ne? Ich möchte nicht morgens aufwachen und plötzlich wohnt mir gegenüber jemand, bei dem es mir egal ist, wo er herkommt. Ja, das muss man doch vorher. Ich meine, es muss ja nicht eine Flüchtlingsunterkunft sein, kann ja auch irgendwie eine Autobahn oder ein Kindergarten, irgendeine Belastung halt. Ne? Nein, und ich sag mal, wenn ich als Vermieter tolerante Mieter will, da muss ich halt auch vom Preis her ein bisschen auch tolerant sein. Ne? Ich meine, diese Menschen sind ja eine Bereicherung, das ist ja, das meine ich ja gar nicht. Gell? Aber ich sage mal so, wenn dadurch bei mir die Miete etwas günstiger wird, ne, dann sind sie für mich auf jeden Fall eine Bereicherung. Sonst, ich meine natürlich, sonst, die bringen ja nicht, die können ja nichts mitbringen, ne? aber gut, ihre Kultur, also das ist ja das Problem, gell? Die haben wir ja selber.